Physischer Leib. Physischer Leib ist ein anderer Name für physischer Körper. Im Yoga sprechen wir eher von physischer Körper, in der Anthroposophie spricht man häufiger vom physischen Leib. Das, was in der Medizin und Biologie als Körper bezeichnet wird, wird in den spirituellen Traditionen als physischer Körper, als physischer Leib bezeichnet. Im Yoga sprechen wir vom physischen Leib, vom Astralleib und vom Kausalleib oder physischer Körper, Astralkörper, Kausalkörper. Der physische Leib wird dann auch als Anamaya Kosha bezeichnet, das heißt die Hülle gemacht aus Nahrung, oder auch als Stula Sharira. Stula, S-T-H-U-L-A, Sharira, S-H-A-R-I-R-A. Stula Sharira, grobstofflicher Körper. Und der physische Körper, der physische Leib, ist allen Lebendigen gemeinsam. Der Mensch hat einen physischen Leib, Tiere haben einen physischen Leib, Pflanzen haben einen physischen Leib und die ganze Erde als Ganzes hat einen physischen Leib. Der Mensch ist wie eine Zelle im Leib der Erde. Und im menschlichen Körper gibt es viele Mikroben, die mit ihrem physischen Leib im menschlichen Körper sind. Auch die einzelnen Zellen sind wie Einzelwesen, die mit ihrem physischen Leib Teil des menschlichen Leibes bilden. Der physische Leib ist den 5 verschiedenen Arten der Veränderung unterworfen: Geburt, Wachstum, dann Gleichgewicht, Alter und Tod. Der physische Leib besteht aus dem, was wir essen und trinken. Der physische Leib folgt verschiedenen Naturgesetzen. Aber der physische Leib wird auch beeinflusst vom Prana, also von der Energiehülle, auch als Ätherleib bezeichnet. Und der physische Leib wird auch beeinflusst von unseren Emotionen und Gefühlen, also von der Manomaya Kosha, beziehungsweise eben auch von den anderen Aspekten des Menschseins. Die verschiedenen Körper des Menschen, die verschiedenen Hüllen des Menschen durchdringen sich gegenseitig und der eine Leib hat einen Einfluss auch auf den anderen. Dennoch kann der Astralleib den physischen Leib verlassen, zum Beispiel auf Astralreisen oder dauerhaft im Moment des Todes.